Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Review mit den neuen Sets zum neuen Lego Movie 2. Und ja, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, die sind jetzt mittlerweile schon draußen, obwohl sie erst hätten nach Weihnachten in die Regale gedurft im Handel. Aber gut, der Handel schraubt sich ein bisschen daneben, die rebellieren momentan scheinbar so ein bisschen. Aber Star Wars Sets hat man nicht gesehen, aber eben dann ja Sets, die so ein bisschen an die alten Legoland Raumfahrt oder wie sie heutzutage auch genannt werden, Classic Space Sets erinnern. Und ja, man sieht auch so von den Farben schon, es ist sehr dicht dran, zum Beispiel an dem LL924. Das Set hatte damals auch die Nummer 924, den alten Raumgleiter, dieses Mittelding zwischen ja, den anderen beiden, die es zu der Zeit gab. Ja, das Set, die Details dazu. Emmets und Bennys Bau- und Reparaturwerkstatt heißt das gute Stück. Dann hat es die Setnummer 70821 mit 117 Bauteilen. Dabei sind dann noch zwei Minifiguren. Alterszielgruppe 4+ und kostet UVP 19,99. Ich habe es jetzt schon bekommen für 17,99. Und interessant ist bei der Verpackung, normalerweise steht ja hier oben dann die Altersangabe und hier unten steht sie ganz rot, groß in rot, so rot hinterlegt. Prangt sie da unten. Und da geht man jetzt davon aus, dass das die 4+, also ich nenne sie jetzt einfach mal auch 4+-Sets, dass die dann halt die ehemaligen, oder wie sie bislang hießen, halt die Junior-Sets ablösen. Ja, zu meiner Zeit war es noch so, zu meiner Kindheit, da gab es die Zwischenstufen nicht. Man hat gleich dann richtig mit Lego angefangen. Und auch meine Tochter, die jetzt meine Lego-Steine entdeckt hat und meine Sortierboxen gerade etwas erforscht, ja, die kommt also mit den ganz kleinen Steinen auch ganz gut da. Okay, das ist die Sache mit kleinen Steinen, gerade die Eimer einer Plättchen oder sowas, die passen ganz gut in Nasenlöcher oder sowas. Deswegen dürften kleine Kinder ja keine Sachen. Deswegen sind viele Sachen ja mit losen Teilen, mit losen Kleinteilen freigegeben ab 3+. Die Lütte wird jetzt gerade mal 2, aber trotzdem, sie kommt so vom Fingerspitzengefühl schon sehr gut mit den kleinen Bausteinen klar. Das ist etwas blöd, aber die Duplos interessieren sie gar nicht mal so großen Dinger. Ne, die ist mehr so fürs Filigrane. Ja, da muss ich mir was überlegen, wie ich das Ganze mache. Wahrscheinlich kriegt sie erstmal nur die 2x6er oder sowas. Mal gucken. Ja, zumindest 4+. Hier sind halt auch große Teile bei, hier sind kleine Teile bei. Auf der Rückseite, Entschuldigung, kann man noch ein bisschen was zu dem Set natürlich auch sehen. Oben drauf sind Emmett und Benny dann auch im Maßstab 1:1 abgebildet. Und ja, sonst erfährt man hier nichts außer Perfect Start. Und da kann man sehen, mit wenig Schritten ist da halt irgendwas zusammengesteckt. Aufmachen tut man so wie eine große Packung. Man muss da also ordentlich reindrücken. Ich weiß gar nicht, ob Kids das in den Finger kriegen können. Ich hätte es mal irgendwie mal rumreichen sollen, denn die müssen ja eigentlich damit klarkommen. So, die packen wir an die Seite. Wir haben hier zwei Tüten, nummeriert. Also sind es zwei Baugruppen wahrscheinlich. Ein großes Teil, so eine schöne große Wanne, wird wohl auch demnächst dem neuen Arwing beiliegen, der auch in dieser 4+-Reihe dann herauskommen wird. Ja, hier wahrscheinlich erstmal dann die, da ist ein Teil vom Fahrzeug dabei, bedruckte Teile. Das ist schon mal sehr schön, hier auch bedruckt mit dem Lego Weltraum oder Raumfahrt Logo auf blau, leider nicht auf grau. Ja. Und die Bauanleitung außen wabbelig, aber ist bloß eine dabei und da sieht man auch, in der einen Bauanleitung sind die beiden Bauschritte dann auch drin. Ne, was ich eben schon sagte, erstmal das Außenrum und das Auto und dann kommt halt der Raumgleiter dann so in der Bauphase 2. Das Schönste mal zum Schluss. Fängt man erstmal mit dem Stand an. Es sind trotzdem viele kleine Teile dabei, wie man sehen kann. Und das sind wirklich bedruckte Teile, das sind keine Aufkleber. Das kann ich jetzt gar nicht vorstellen. Moment. Zapperlot. Wie früher bei den alten Space-Sachen, also bei den Weltraum-Sachen, da waren auch diese großen Wandteile dabei
mit Aufdrucken und hier auch ein sehr schönes großes Teil. Mo, wer soll da noch meckern? Ist ja nur 4 Plus Set. Oh, was ist ja immer, ne? Da baut man das Fahrzeug zusammen. Da sieht man, wie das Raumschiff zusammengebaut wird. Noch mehr Raumschiff. Ich weiß gar nicht, wann ich meine ersten, die Weltraumsachen, doch, da war ich ja natürlich, weiß ich das noch, da war ich 8, wie die herausgekommen sind. Und hinten kann man noch so einen kleinen Buggy reinfahren, das erinnert mich sehr, wirklich sehr stark an die alten Raumgleiter. Gut, ich fange mal an, die beiden Sets zusammenzubauen, darf ja nicht allzu lange dauern bei 117 Bauteilen. Und dann fangen wir gleich erstmal wieder mit den Minifiguren an. Und los geht es mit Emmett in seiner orangefarbenen Kluft mit dem blauen Hemd darunter. Auf der Front noch ein paar silbernen Applikationen, die halt diese Warnstreifen darstellen. Emmett verfügt dazu über ein zweites Gesicht, wo er dann ja mehr so grimmig reinschaut. Und auf der Rückseite ja, sind einfach nur silberne Streifen. Die Vorderseite war ja etwas detaillierter gestaltet und oben am ja auf den Haaren noch so eine Haarsträhne, die ein wenig zur Seite steht. Und die zweite Minifigur ist dann Benny, der Astronaut oder Kosmonaut, auf jeden Fall der Raumfahrer. Der unterscheidet sich nicht von dem Benny, der in dem Teampaket mit dabei war. Genau gleiche Figur, gleiche Gesichtsmerkmale. Auf der Vorderseite das Grinsen, auf der Rückseite natürlich dann das erschrockene Gesicht. Dann der Druck vorne ist auch der gleiche mit dem abgewetzten Space-Logo, der gebrochene oder pseudo-gebrochene Helm. Und auf der Rückseite sieht man nicht mehr als seine Sauerstoffflaschen. Ja, das waren jetzt die beiden Minifiguren. Was ist sonst noch dabei? Jetzt habe ich gerade so eine gelbe Scheibe in der Hand. Die gehört noch nicht dazu. Wir haben dann erstmal diese, ja, so ein kleines Segment aus dem Werkstattbereich. Vorne noch zwei Werkzeuge in diesem Zaunelement stecken. Seitlich ein Kanister mit Farben, ja, Oktan würde ich mal sagen. Die, ja, Spritmarke von Lego. Und ich muss mal kurz gucken, was da hinten alles so drauf ist. Also sehr viele Details. Ein Warn-Button haben wir da unten noch. Also ein Ausschaltknopf mit Warnzeichen. Dieses Rückenteil ist wirklich, oder diese Platte, dieses Wandpanel ist wirklich sehr schön bedruckt, sehr detailliert bedruckt und vor allem auch mit diesen Metallic-Farben sehr schön ausgearbeitet. Dann gehört noch ein kleiner Werkstattwagen dazu, wo man das ja, so ein bisschen Werkzeug unterbringen kann mit Rollen. Oh, die rollen sogar ganz gut. Ja, standardmäßige Werkzeug von Lego. Ich habe es hier noch, ne, ich habe es nicht ausgepackt. Das hat man ja in anderen Sets auch schon mal gehabt. Deswegen habe ich das mal eben mit anderen Werkzeugen ausgestattet, die ja die gleichen sind, wie eben dem Set auch beiliegen. Dann haben wir noch das Fahrzeug. Rollt gut. Auch sehr mit sehr wenig Teilen zusammengesetzt. Unten drunter ja eine große Platte, eine große dicke Bauplatte. So ein Baustein, muss man schon sagen. Wo allerdings auch dann die Räder angesteckt werden können. Wo halt gleich die Achsen mit dran stecken und dann zack, Räder drauf geklippt und fertig. Ja, das Fahrzeug finde ich gar nicht mal so übel. Hinten hätte vielleicht noch so zwei Teile, irgendwie so zwei kleine Käsestücken Platz finden können, um halt die Nocken hinten zu verbergen. Oder mehr Flammen. Ne? Mehr Flammen, mehr Gas, mehr Nitro. Um dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Beschleunigung zu verleihen, kann man natürlich, wenn man die Dinger natürlich, wenn man noch solche Flammen zu Hause liegen hat, natürlich dann auch welche hinten reinstecken. Oder kleinere Flammen, das wäre natürlich auch möglich, hätte ich mir immer hinlegen können. Hätte mal gucken können, wie es aussieht. Ja, ansonsten bedrucktes Teil vorne auf der Motorhaube und auch der Kühlergrill mit der Kette ist auch ein bedrucktes Teil. Und für so ein einfaches Ding, ja, gar nicht mal so schlecht vom Look her. Und Emmett passt auch ganz gut rein. Ne? Macht sich, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Ja. Naja, denke mal, passt auch ganz gut so vor, wenn das große Set dann mal erhältlich ist. Apocalypse Burg, das, denke ich mal, wird sich sicherlich gut machen. So, die beiden Teile räume ich mal eben noch zur Seite. Und ja, das Raumschiff. Da bin ich jetzt, muss ich sagen, schon ein bisschen enttäuscht. Wir haben ja diese große Wanne unten drunter. Was früher halt mit einzelnen Elementen halt bestückt war. Jetzt rüttel ich hier hinten schon rum. Das ist jetzt eine große Wanne geworden. Dann ein paar Teile draufgepackt. Und das war es dann. Bei den alten Sets war es noch so, da klappten nach hinten richtige Türen auf. Da muss man hier oben eine Fliese lösen, die das Ganze, na,
kurze Fingernägel, die das Ganze halt zusammengehalten haben, damit das beim Flug dann nicht aufklappt. Und da konnte man irgendwas unterbringen. In der größeren Version, da konnte man hinten dann auch ein Fahrzeug reinfahren. Oder das ganze Ding halt beladen. Da war noch so ein kleiner Gabelstapler mit dabei. So, wieder zugemacht. Und hier ist es wirklich sehr vereinfacht, indem einfach bloß diese Scharniere dran sind, mit denen dann die Düsen weggeklappt werden. Hätte vielleicht doch ein bisschen mehr gekonnt, auch im hinteren Bereich, dass es vielleicht doch ein bisschen massiver wirkt, wie so eine Wand und nicht nur wie ja, so ein Hilfsding. Und dass vorne die Schnauze halt so abgekappt ist. Ist bei dem zwar auch, der ist auch vorne relativ stumpf, aber da hätte man nochmal irgendwie eine 2x4er vielleicht noch vorpacken können und dann auch nochmal so ein Element, so ein Schubkarrengriff vorne dran. Hätte mir schon besser gefallen und eben, dass das Ding unten einfach nur gerade ist und noch nicht mal auf welche Rutschplatten drunter sind. Das finde ich schon ein wenig schade. Ja, vor allem, wenn es so ein Spielding auch ist, wirklich zum Spielen ausgelegt. Und da hätte schon nochmal diese Rutschplatten sein können, um das dann wirklich so ein bisschen, ne, das Ding kommt runter, strandet und schummelt dann nochmal übers Laminat. Und so ist das natürlich dann schon mit den harten Kanten, naja, vielleicht nicht ganz so toll. Ich weiß nicht, ob dann die Eltern unbedingt begeistert sind. Dann das Element hier vorne. Das besteht jetzt aus drei Slopes, also aus drei Dachsteinen. In dem mittleren befindet sich, oder auf dem mittleren befindet sich dann das Space-Logo oder Raumfahrt-Logo. Ja, so leicht golden schimmernd, na, vielleicht sogar ein bisschen grünlich. Bei dem alten war das halt ein großes Teil, was genau die gleiche Form hatte wie die Fensterelemente. Und ja, deswegen halt auch das Blaue und kein Graues, weil es halt übernommen wird oder ein bisschen angepasst ist an die klassischen Sets. Ja, hätte man auch ein großes nehmen können. Ne, hätte dem Ganzen auch nicht unbedingt geschadet, wenn jetzt das Teil hier nochmal in Blau dabei gewesen wäre, was man hier unten mit Logo dann gehabt hätte. Man kann ja schon beim Druck bei der neuen Version schon ein paar Details einbringen, damit das nicht eben gleich aussieht. Und eben, falls die Frage aufkommt, was ist denn, wenn jetzt diese Teile bei fehlenden Classic-Sets dann ersetzt werden durch neue Teile, kann man die erkennen? Man kann sie erkennen. Ich hoffe, man kann es auch sehen. Ups. Erstmal der Farbton ist ein anderer. Ne? Dann die Unterseite ist ganz anders aufgebaut. Hier ist bloß noch eine Noppe, die reingreift. Und hier waren es dann halt drei Noppen hintereinander, die eingegriffen oder wo das Ganze mit fest saß. Und noch ein Unterschied. Bei dem neuen steht da eine Nummer. Da ist dann Aufdruck bzw. eine Gravur und das war bei den alten halt auch nicht. Also man kann die Teile auf jeden Fall erkennen, jetzt nicht nur von der Farbe her. Auf Fotos im Netz sieht man es ja nicht unbedingt. Aber ich denke mal, diese Streben, die kann man schon erkennen, wenn die da sind und durchgehen, sind das halt alte Teile. Sind sie nicht da, sind das eben die neuen. Und das Cockpit hat sich geändert. Das waren früher diese etwas größeren, die 2x2er Dachsteine, die dann bedruckt waren mit Instrumenten. Und hier ist dann halt eins von diesen neuen kleinen Dachsteinen. Das finde ich jetzt aber gar nicht so tragisch. Was natürlich hierbei jetzt noch gemacht werden kann. Jetzt muss ich jetzt die Scheibe drauf proppeln. So. Wenn man das Ganze hinten aufklappt, ist hier auch nochmal so ein kleiner Mond-Rover, so ein kleines Fahrzeug drin. Auch sehr schlecht gemacht. Hinten einfach so ein bolliges Triebwerk. Kein spitz zulaufendes, kein kegelförmiges. Einfach nur so ein zylindrischer Stein, der hinten dran sitzt. Ja. Ein bisschen grob schlechtig, aber irgendwie schon ganz witzig das Gefährt. Und wenn man hier Benny draufsetzt, das funktioniert natürlich jetzt hinten gut mit diesem Rückenteil, was er da hat, dass halt auch die Sauerstoffflaschen dann halt nicht irgendwo anecken. Bei den Slopes war das früher immer so ein kleines Problem, dass die dann doch schon mal ein bisschen angestoßen sind und die Figuren dann doch etwas schräger teilweise gesessen haben. Nicht unbedingt immer. Ja, das gleiche Element ist ja auch dann im Cockpit mit drin verbaut. Der kleine Rover. Schon ganz witzig. Vor allem, weil der eben auch hinten reinfahren kann. Auch von wegen dieser Rutschplatten. Dieses Teil ist wirklich bloß in zwei Noppen aufgehängt. Ne? Und da denke ich mal, die machen so viel Bimborium manchmal. Beim letzten Set, was ich vorgestellt hatte, waren diese Achsen unten drunter nochmal mit so zwei Rutschplatten befestigt, damit die Räder sich nicht lösen. Obwohl da wirklich wenig, ja, sag ich mal, Kräfte auftreten, um halt diese, wodurch diese Räder gelöst werden können. Das ist bei diesem Teil hier hinten schon ein wenig, ja, das Ding ist schon ein bisschen fragiler. Also beim Spielen, denke ich mal, fällt das schon
sicherlich nach einer gewissen Zeit mal ab. Und ja, da eine Rutschplatte, da zwei, da jeweils ein, also da, da, da und vorne vielleicht noch eine. Und das Ding hätte dann schon mal auch so ein bisschen erhabener gestanden. Gut, haben sie nicht gemacht, weiß auch nicht warum. Viele Ersatzteile waren jetzt auch nicht bei, da waren jetzt bloß zwei Stück. Ein Hahn und ein so eine Radfelge, eine kleine. Gut, 4 Plus Set. Weiß nicht, ob ne, kleine Kinder verbaseln nicht so viel wie große Kinder. Ich weiß es nicht. Zumindest kann man den Buggy dann hier hinten reinfahren. Jupp. So, na, richtig fahren tut er nicht. Er rutscht eigentlich mehr auf den Stein. Man kann aber hier hinten dann auch festmachen, damit er dann eben auch nicht rausfallen kann, wenn man da auf welche Stunts mitmacht. Und dann eben die Triebwerke wieder zuklappen und ja, Benny kann dann umsteigen vom Rover. Ich kriege ihn da irgendwie nicht raus. Benny sitzt in seinem Rover fester drin, als eben der Rover, auf dem im Raumschiff halt irgendwie drin steht. Ja, und dann natürlich den reinsetzen. So, und dann kann er mit durch die Gegend fliegen. Ja, Fazit. Schwer, etwas schwerer. Man muss bedenken, es ist ein Set für oder ein Set der Einsteigerklasse. So, von den Kindern, die halt jetzt von Duplo kommen, sollen die halt dann in die Normalsteinwelt halt übergeleitet werden. Deswegen halt wenig Bauschritte. Aber es sind halt trotzdem sehr viele kleine Teile dabei. Sehr viele Teile, vor allem hierbei übernommen halt, die an das große Set erinnern. Das erinnert so ein bisschen an die Dachflächen, die da waren. Dann die Warnstreifen auf den Seiten. Diesmal mit Fliesen, früher waren sie halt mit normalen Platten gemacht, mit Doppen oben drauf. Aber es soll halt rangeführt werden. Und ja, es hätte, glaube ich, doch ein bisschen mehr sein können. Ich finde es ein bisschen zu wenig. Ein bisschen zu stilisiert. Obwohl zum Stilisieren ist es halt wiederum zu schwer. Also den Wagen finde ich okay. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die Junior-Sets, davon hatte ich keins mal auf dem. Keins auf dem Tisch gehabt, keins ausgepackt, aber beim Wagen finde ich es okay, bei dem hätte es noch ein bisschen mehr sein können. Gut, da muss man natürlich die Kinder fragen und Lego wird sicherlich auch seine Kunden kennen und sagen, das ist genau das Richtige, mehr kann man denen in dem Alter eben nicht zumuten. In dem Sinn bedanke ich mich vielmal fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.